Ich hab dir doch gerade... Kann ich deine Sachen schenken? Komme ich bis zu dir durch? Nö. Ich will dir auch nicht die Neben schenken. Nimmst du die? Nein. Ich arbeite, du kannst mir nicht schenken. Kann ich dem echt nicht schenken? So gar nicht? So überhaupt wirklich nicht? Nö. Oder habt ihr Gunther gerade gesehen? Ich hab Gunther nicht gesehen. Wow. Der arme Gunther. Hey Sam. Sam, guck mal, magst du Narzissen? Nein, ich will die nicht essen. Das ist interessant. Oh hi, schön dich wiederzusehen. Mach's gut. Habe ich schon mal gesagt, wie wunderbar gesprächig die Leute in diesem Nest sind? Ey, jetzt sag doch was dazu. Eine großartige Idee kann dir kommen, wenn du es am wenigsten erwartest. Aber wenn dein Verstand zu beschäftigt ist, verpasst du sie vielleicht. Nun gut, ich muss zurück zu meiner Arbeit und Ideen sammeln, indem ich hier rumstehe, den ganzen lieben langen Tag. Also, wo fängt man Kaulbarsche? Ohne Narzisse, die ich nicht eher jetzt schenken werde. Ah, ich komme da oben sowieso nirgendwo rein. Brauche ich gar nicht gucken gehen. Jolie, bist du vielleicht da? Ich hätte eine Narzisse abzugehen. Hm. Keiner soll zu Hause und ich darf trotzdem durch die... Ich könnte das Wohnzimmer ausräumen, ich könnte die Küche ausräumen, ich könnte den Kühlschrank ausräumen, das wäre doch was. Weißt du, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben? Wir wollten Löwenzahn geschenkt. Nein, Frühlingszwiebeln. Genau, wir haben schon lange keine Frühlingszwiebeln mehr gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass es überhaupt gar keine Frühlingszwiebeln mehr gibt im Frühling. Ich wünschte, ich hätte die Angel. Aber bis ich die Angel geholt habe, sind die bestimmt schon längst alle weg. Hätte sie ja auch gleich mitnehmen können, als ich hier in Ärzte eingesammelt habe. Warum genau habe ich das nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Mani ist auch nicht zu Hause. Aber ich bin ja froh, dass wir nicht die Einzigen sind, die auf Vertrauen setzen. Und unser Zeug zu verkaufen, wenn wir was zu verkaufen hätten, in eine Box legen, die des Nachtens irgendwann vom Bürgermeister ausgeleert wird. Vielleicht sollten wir Blumen... Aber ich will Blumen verschenken. Ich weiß nicht. Da, nimm mein Lehm und den ganzen Kram. Ich will den nicht mit mir rumschleppen. Ich brauche mal ein bisschen Kaulbarsch und ein bisschen Schwarzbarsch. Ich überlege gerade, was wir vielleicht oder auch nicht verkaufen könnten, sollten, müssten. Wir müssen echt bald eine zweite Kiste machen. Wir müssen Holz sammeln. Da. Immer mal wenigstens ein bisschen Geld. Yes. Sind Kaulbarsche jetzt plus Fische? Also ich meine, wir haben im Meer zumindest noch keinen Kaulbarsch gefangen. Davon aus... Hi Mani, jetzt habe ich nichts zu schenken mehr dabei. Meine Fischin hat mir... hat die letzten Monate bei mir verbracht. Er hilft mir mit den Hühnern. Also kann ich mich nicht beschweren. Jo. Nur halt nicht der freundlichste. So wäre übrigens die Normal-Grafik. Hab ja gesagt, ich habe Mods drin. Mit Mod, ohne Mod.
Ich find's gut gemacht. Natürlich kann man auch so spielen. Wir sehen jetzt nicht schlecht aus oder so. Ich finde die einen Ticken besser. Ist Geschmackssache. Kann jeder halten, wie er lustig ist. Wir spielen das jetzt hier bei mir mit Mod. So. Kaulbarsch. Kann ich bestimmt wieder nicht nachgucken, wie viel Zeit wir haben. Weil ich dann die Angel rausziehe. Bist du ein Kaulbarsch? Ha, perfekt. Du hast mehr Glücksarbeiter. Nein, du bist eine Brasse. Das ist kein Kaulbarsch, meine ich. 2 Tage, also heute und morgen. Morgen müssen wir abgeben. Aber ist schon schön mit den ganzen Blättern hier durch die Gegend flattern. Das hat schon was. Du bist kein Kaulbarsch. Verdammt, ich habe mich ablenken lassen von dem Truck. Ja, mir hat's. Boah, bin ich nervös heute. Wir haben ja Zeit. Ich muss nicht bei jedem Ton sofort los. Man könnte ja auch auf das kleine Ausrufezeichen warten, das über dem Kopf erscheint. Ah, du wärst fast perfekt gewesen. Schwarzbarsch. Oh. Ah, ich habe noch einen getroffen. Super, und habe dabei eine CD gefangen. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. Das war nicht weit genug. Aha. Kann natürlich auch sein, dass das Kaulbarsche nur in Teichen gibt. Nein, ich hole die Kiste nicht. Schwarzbarsch. Ich bin noch nicht so nervös sein. Ich bin noch nicht gut genug, um mich auf 2 Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Fisch und Schatzkiste. Wobei da natürlich schöne Sachen hätten drin sein können. Noch eine Brasse. Liegt das jetzt an der Uhrzeit oder daran, dass ich in der falschen Gegend angle? Wir können ja morgen im See mal angeln. Oder Teich oder was auch immer. Ich kann nicht weggehen. Die Blubbern sind immer noch da. Na super. Aber schon schön, dass die Würmer genau da erschienen sind, wo ich auch stehe und angle. Soll ich es versuchen? Das nie im Leben. Nie im Leben. Fisch, komm mal hoch. Komm mal hoch, Fisch. Komm mal. Ich verliere den Fisch. Ich verliere den Fisch. Ich verliere. Ich verliere. Ich habe es nicht gesagt. Aber jetzt habe ich es wenigstens auch bewiesen. Ich bin einfach nicht gut genug. Noch nicht. Vorteil ist, wir können jetzt ganz viele Fische verkaufen und die Blumen sind weg. Das ist nicht der Vorteil und warum finden wir auch noch Müll? Das ist nicht der Vorteil, dass die Blubbern weg sind, sondern es ist jetzt der große Vorteil, dass wir Fische verkaufen können. Vorher sollten wir rauskriegen, ob wir welche davon brauchen. Quaquarium. Die sehen nicht so aus wie meine Fische. Spezialfische werden es nicht sein. Im Ozean war ich nicht. Krabbenhäuser war es nicht. Ich kann die Brasse abgeben. Eine von beiden. Also, einen von vieren, um es genau zu sein. Ein Schwarzbarsch brauche ich echt für gar nichts. Nicht wirklich. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich gehe oben lang, lege die eine Brasse ab, dann gehe ich nicht die Gefahr, dass ich es. Dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich sie verkaufe. Ach ja, sprechen ist schwierig.
Jonimo, Schwuppe gesagt. Wo war der noch gleich? Nachtfisch. Nachtfisch, genau. Da. Aha. Ein Drittel schon erledigt. Aber warum eigentlich Nachtfisch? Hatte ich nicht die erste Presse, als erst noch Abend war? Ich weiß es nicht. Morgen hat Vincent Geburtstag, nicht? Morgen hat Vincent Geburtstag. Was schenken wir Vincent? Ob Vincent Fische mag? Ich habe mir leichte Zweifel. Vielleicht mag Vincent Cola. Das ist jetzt eine gute Frage, wenn man es genau nimmt. Also, ich glaube, Müll verkaufen bringt es jetzt nicht. Tada, schon ist die Kiste voll. Wir sortieren die noch nicht, wir stellen die bloß erstmal daneben. Hi Raphael, ich mach uns warm. Gut, und dann soll es das auch wieder gewesen sein. Bei Stardew Valley. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye.